Hallo und herzlich willkommen bei Campus TV. Julia hatte sich das letzte Mal gewünscht, ich soll doch endlich mein sonniges Gemüt zum Vorschein bringen. Das habe ich getan, ich habe einen dicken, fetten Sonnenbrand. Dafür können wir euch nun endlich aus der Sonne begrüßen. Nicht nur das, für die heutige Moderation haben wir uns den Griesbach-Garten ausgesucht. Genau genommen die Philomensa, die seht ihr im Hintergrund. Und spannende Geschichten zu der gibt's im folgenden Bericht. Seit Anbeginn der Menschheit beschäftigen den wissensdurstigen Studenten grundlegende Fragen. Was ist der Sinn des Lebens? Gibt es einen Gott? Und natürlich, wo geht's hier eigentlich zur Universität? Der durchschnittliche Student trinkt 56,3 Liter Bier, wartet 4,7 Stunden vor Sekretariaten und ist 42,2 Mal pro Semester in der Mensa am Philosophenweg. Das ihr ähnliche Abianum am Fröbelstieg ist bei Physikstudenten berüchtigt, jedoch den meisten anderen Studenten unbekannt. Deshalb fragen wir Frau Dr. Happe, was ist so besonders an diesen beiden Bauten aus der Bauhauszeit und ihrem Architekten Ernst Neufert? Neufert war ja einer der ersten Schüler am Bauhaus überhaupt und war eben langjähriger Mitarbeiter von Walter Gropius. Und der Mensabau ist eigentlich sein erster eigenständiger Bau, den er ausgeführt hat. Anlass war damals, dass die Studentenhilfe danach gesucht hat, einfach einen neuen Bau zu konstruieren, der eben nicht nur eine Mensa ist, sondern auch vielfältige Nutzungen ermöglichen sollte. Er befindet sich in grandioser Lage. Sie haben ja nach hinten hin diese schönen Terrassenumgänge mit den großen Fenstern und da eben einen sehr, sehr schönen Blick auf Jena. Und das gehörte eben tatsächlich damals zu dem architektonischen Programm mit dazu, dass eben eine Verbindung zwischen Innenraum und Außenraum ermöglicht werden sollte, dass man eben die Natur auch sozusagen in die Bauten mit hineinholen wollte. Und wie Sie es ja heute auch noch sehen, ist er eben ein Bau, der durch eine strenge Horizontalgliederung auffällt, durch ein flaches Dach und durch eine Ziegelsteinverkleidung. Es war damals das Institut für angewandte Mikroskopie und auch für das Mathematische Institut. Das war also ein Gebäude, was einerseits einfach Institutsräume beherbergen sollte, dann auch Vorlesungssäle und zum anderen eben ja Räume, in denen einfach wissenschaftlich gearbeitet werden konnte. Und hier auch wieder diese charakteristische Horizontalgliederung. Der Bau besteht insgesamt aus zwei Baukörpern, die ein wenig ineinander verschachtelt sind, und sie haben dann hinter dem Bau einen angegliederten Hörsaal. Bei diesem Hörsaal ist auch wieder gewährleistet durch die riesige Fensterfront, dass da wieder die Verbindung zwischen Außenraum und Innenraum hergestellt ist. Und dieser Hörsaal wird mit dem größeren Institutsgebäude ja durch so eine Art Segmentbogen verbunden. Man sieht dort eben noch den Linoleumfußboden, der ja gemustert ist, und die charakteristischen Garderoben und auch noch Reste eigentlich der damaligen Farbgestaltung. Da kann man eigentlich das Flair dieses Baues noch am besten nachvollziehen. Doch nicht nur Neuferts Bauten, sondern auch die 1939 von ihm verfasste Bauentwurfslehre ist für Architekten noch heute ein Muss. Universitätsgeschichte ist ganz schön vielfältig. Sport im Sommer ist ja schon so ein bisschen anstrengend. Dabei gibt es doch nichts Entspannenderes, als eine Scheibe am Strand entlang zu werfen, und das Ganze nennen wir dann Frisbee. In unserer Stadt ist das Ganze ein bisschen komplizierter, da zählt nicht die sportliche A, sondern die kreative B-Note. Ultimate Frisbee in Jena. Coole Sprünge, harte Scheiben. Da musste sich auch unsere Kamera in Acht nehmen.
Jeden Sommer findet in Jena das Ultimate Frisbee-Turnier Welcome to Paradise statt. Organisiert wird das Ganze vom Gastgeber Paradisco Jena, einem Ultimate Frisbee-Verein. Der Name Welcome to Paradise hängt vielleicht damit zusammen, dass der Paradiespark ja um die Ecke ist. Und dass wir uns gedacht haben, wir machen jetzt einfach irgendwie so ein schönes Turnier, wo wir die Leute einladen und sagen, nennen das einfach Welcome to Paradise. Dieses Mal nahmen 20 Teams aus ganz Deutschland teil. Wir kommen aus Weimar. Hallo, wir sind die Tiefseetaucher aus München. Für viele ist Frisbee nur ein Sommersport. Tatsächlich aber gibt es auch beim Frisbee richtige Regeln. Normales Frisbee kennt man aus dem Park, da stellt man sich gegenüber beim Grillen, dann eine Scheibe irgendwie immer hin und her, die fliegt dann mal nach links, mal nach rechts und ist eigentlich ganz nett anzusehen, man amüsiert sich dabei. Ultimate Frisbee ist dagegen eine Mannschaftssportart, die man halt auf einem halben Fußballfeld spielt, das heißt halb so breit, aber genauso lang. Und man versucht halt dort als Mannschaft die Scheibe in der Endzone, das ist wie beim vielleicht Rugby oder Football sich vorzustellen, zu fangen, dann ist es ein Punkt. Also man darf mit der Scheibe nicht laufen? Kein Körperkontakt. Es gibt keinen Schiedsrichter. Alles muss in der Mannschaft selber geklärt werden oder unter den Mannschaften. Obwohl das Ultimate Frisbee-Turnier sehr groß ausfällt, geht es letztendlich nicht nur ums Gewinnen. Es gibt einen Turniersieger, aber viele Teams kommen einfach bloß, um Frisbee zu spielen. Ein schönes Wochenende in Jena zu verbringen, sich zu amüsieren, gegen andere neue Leute zu spielen, um einfach ein bisschen Spaß zu haben. Erfahrung sammeln, weil so lange spielen wir noch nicht zusammen, aber in 5 Jahren dann sieht die Sache anders aus. Wir schaffen es leider nicht, ein eigenes Turnier zu organisieren und Jena ist quasi unser Heimturnier. Wir fahren seit 4 Jahren hierher und auch immer mit 2 Teams. Wir sind immer herzlich willkommen und es ist super schön hier zu sein und wir sind hier, um ganz viel Spaß zu haben. Und davon abgesehen, wir kommen auch hierher, um gewinnen zu wollen. Also nicht so, dass wir noch mitspielen wollen. Ich hab gedacht, du wolltest ein Mädel kennenlernen. Auch die Woodchickers, derzeit deutscher Meister, beehrten Jena mit ihrer Anwesenheit. Wir spielen gerne Frisbee, egal wann und wo. Und wir bereiten uns momentan vor auf die Weltmeisterschaft in Prag, die im Juli stattfinden wird. Und da versuchen wir natürlich auch, möglichst viel Spielzeit zu haben. Bei all dem Spaß ist es also nicht verwunderlich, dass bei vielen Teams gilt, einmal dabei, immer dabei. Nächstes Jahr sind wir auf jeden Fall wieder mit dabei. Super Stimmung hier und dann haben wir uns entschieden, dieses Jahr wiederzukommen. Und nächstes Jahr mal sehen, wenn das Wetter gut wird, kommen wir auf jeden Fall. Das Welcome to Paradise Turnier. Eine gelungene Veranstaltung, bei der Team Spirit, Sportgeist und Spielfreude im Vordergrund stehen. In der letzten Sendung gab es einen Beitrag der Kommode über die Bekleidungsabteilung im Theater. Und Gelb widmet sich diesmal der Schauspielkunst. Herzlich willkommen zu einer neuen sommerlichen Ausgabe von Gelb. Ja, vorm Theaterhaus wird bekanntlich schon alles vorbereitet für das große Sommerspektakel zur Kulturarena. Und in der Zwischenzeit arbeitet ein Teil des Ensembles in diesem Gebäude hinter mir, unter ihnen auch der Hauptdarsteller Sebastian Thiers und den werden wir heute treffen. So, ich sitze jetzt hier neben dem Sebastian in der Probenturnhalle des Theaterhauses. Was genau geht denn da drin jetzt gerade vonstatten? Ja, also wir sind gerade am Proben für Sommertheater, für Sommerspektakel, oft halt für die Kulturarena. Und Nibelungen wird es geben dieses Jahr. Mhm. Genau, und da finden gerade Proben drin statt. Du bist noch relativ neu im Ensemble, seit Januar erst dabei. Wie hat sich denn nach Jena verschlagen? Naja, wie es halt so läuft, durch Vorsprechen. Und eine Kollegin, die auch hier im Ensemble ist, hat hier vorgesprochen und mit der war ich zusammen in der Schauspielschule und ich war quasi ihr Anspielpartner. Mhm. Und dann habe ich hier erfahren, dass halt eine Stelle frei ist und dann habe ich halt gefragt, ob ich auch vorsprechen darf. Ja. Und so kam eins zum anderen.
ich wollte eigentlich schon immer Schauspieler werden. Hm. Und dann habe ich einen Aufnahmetest gemacht. Ist ja immer so mit Aufnahmetests und so weiter. Und den habe ich nicht bestanden. Und dann habe ich eigentlich den Kopf in den Sand gesteckt, sozusagen. Und dann habe ich halt gedacht, muss was anderes machen. Es hat nicht geklappt. Ich hatte damals auch keinen Plan, wie das so richtig läuft. Dass man da eigentlich so eine richtige Tour macht, irgendwie durch Schauspielschulen und so. Genau, und so bin ich halt dann zur sozialen Arbeit gekommen. Und habe aber eigentlich die ganze Zeit gespielt. Also auch in so einem Kinder- und Jugendtheater dort. Habe meine eigene Studententheatergruppe gegründet und so. Und als dann das Diplom immer näher rückte, habe ich gemerkt, oh nee, ich will nicht als Sozialarbeiter arbeiten. So, und dann musste ich. Und dann habe ich die Tour gemacht. Sie suchte mir die Hände zu binden. Ich riss ihr etwas weg, er ist mir dann entfallen. Was? Gib! Dies ist ein furchtbar unglückseliges Geheimnis. Haben wir jetzt hinter uns, lief einigermaßen erfolgreich und wie kann man sich denn so den Tagesablauf eines Schauspielers vorstellen hier am Theaterhaus? Ich meine, wie läuft das für dich so ab? Na, das ist ganz unterschiedlich. Also es kommt auf die Produktion drauf an, erstens wie groß man besetzt ist und dann auch wie die Örtlichkeiten frei sind. Also hier ist ja die Probebühne 1 und dann haben wir noch im Saalbahnhof noch eine zweite Probebühne, wenn Projekte parallel laufen. Findest du es gut, keinen geregelten Tagesablauf zu haben? Oder? Ach, das ist ganz unterschiedlich. Manchmal ist das irgendwie, finde ich das sehr angenehm. Und manchmal ist es auch nervig. Also, aber jetzt gerade, wenn so Sommer wird, irgendwie, dann finde ich es eigentlich ziemlich gut. Du bist noch nicht so lange in Jena. Welchen Eindruck hast du denn bisher so gewonnen von der Stadt und auch von dem Publikum hier? Also das Publikum ist sehr aufgeschlossen. Das finde ich super. Und es kommen also diese Spielzeit sind auch noch viel mehr Leute gekommen als zum Beispiel letzte Spielzeit. Ja, ich mag Jena. Also Jena ist irgendwie auch, finde ich, die Stadt im Osten, die wirklich irgendwie so aufstrebend ist. So. Und also wo man nicht so eine Depression spürt. Und das finde ich sehr, sehr angenehm. Wie sehen denn so deine Zukunftspläne aus? Willst du noch in Jena eine Weile bleiben oder? Naja, also ich nehme stark an, dass ich nicht in Jena bleiben werde. Aber wo es genau hingeht, das weiß ich noch nicht. Und jetzt erstmal kurzfristig, was können wir von dem Stück erwarten, dem Nibelungenstück, was jetzt zur Kulturarena aufgeführt wird? Also naja, Sommertheater. Sommertheater heißt immer Spektakel und große Show, glaube ich, wird es werden. Gut, mehr verrätst du nicht, wir freuen uns schon drauf. Ich sag mal danke für das Interview, dass du dir Zeit genommen hast und ja, dann genießt den Sommer noch ein bisschen. Ja, ihr auch. Ciao. Ja, also ihr habt gehört, eine spektakuläre Show wird euch zur Kulturarena erwarten. Und unsere kleine spektakuläre Show neigt sich jetzt leider dem Ende und das für immer, denn das war die letzte Ausgabe von Gelb. Wir werden Campus TV verlassen und uns neuen Aufgaben widmen. Ich möchte allen Künstlern danken, die mitgemacht haben und besonders der Jenny hinter der Kamera. Und wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen zeigen, dass Jena mehr zu bieten hat. Und jetzt seid ihr am Zug. Schnappt euch doch einfach eine Gitarre, einen Pinsel oder von mir aus auch ein paar Ballettschuhe und macht diese Stadt einfach ein bisschen bunter. Komm Jenny, wir gehen. Direkt nach dem Beitrag heißt es auch nostalgisch werden. Das war das letzte Mal Gelb bei Campus TV. Allerdings gibt es trotzdem einen Grund zur Freude, denn am 1.7. findet wieder die Medienparty der studentischen Hochschulmedien statt. Wo? Im Café Wagner. Und ihr könnt auch Freikarten gewinnen. Schickt uns einfach eine E-Mail an redaktion@campustv-jena.de. Wenn ihr euch mal allgemein über uns oder unsere Beiträge, Redakteure und Inhalte informieren wollt, dann könnt ihr euch informieren unter campustv.uni-jena.de.
Ja, das war's von uns für diese Woche. Wir sehen uns dann wieder am 7.7. Und bis dahin sagen wir tschüss. Tschüss. Yeah. I'm just woman. Oh, yeah.